Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, denn wir werden in dieser Folge mal den Kern des Mondes hier aktivieren. Ich habe leider voll vergessen, wie dieser Planet heißt. Oh, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Wir werden heute mal den Kern des Mondes aktivieren, das wollte ich sagen. In der letzten Folge haben wir unser Schiff gerettet, nachdem es ja mehr oder weniger hops gegangen war. Und ja, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann drückt jetzt oben rechts aufs i. Da gelangt ihr zur letzten Folge und zur gesamten Playlist. Und wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und lasst auch ein Abo da. Das würde mir sehr weiterhelfen, denn es sind immer noch sehr viele Nutzer ohne Abo, die hier zugucken. Und wenn ihr regelmäßig guckt, ja, und wenn ihr regelmäßig die Videos hier guckt, dann lasst doch einfach ein, und es noch nicht getan hat, so rum, dann lasst doch einfach ein Abo da, damit wir endlich die 1000 Abonnenten erreichen. Es dauert alles viel zu lang. Wir müssen... was ist hier denn los? Achso. Wir müssen das jetzt endlich mal hinkriegen. Das ist ja... fast schon... Nein. So. Also, wie gesagt, wenn ihr sowieso regelmäßig hier vorbeiguckt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Ich habe das Gefühl, es gibt zwei verschiedene davon. Einmal mit sich aufladen und einmal nicht. So, ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet, um hier voranzukommen. Beziehungsweise um uns in den Planeten reinzugraben. Da bin ich gerade die letzten Nuancen am Vorbereiten. Ich habe uns schon mal hier noch einen Anhänger gebaut. Jetzt haben wir hier die ganzen, die Dinger hier. Wie heißen die denn jetzt? So. Guck mal, das war's aber auch schon. Mehr kann ich da gar nicht drauf tun. Okay, den würde ich gerne mal noch wieder mitnehmen. Ich habe hier nämlich noch ein Chemielabor und eine Erzzentrifuge gebaut. Und, ach genau, was wir uns jetzt noch bauen werden, ist für uns eine Anpassung für den Bohrer. Guck mal, da können wir noch ein Ding hin tun. Die kostet zwar Energie beim Bohren, aber jetzt können wir nämlich in sowas hier reinbauen. Und ich würde sagen, bohren, nicht bauen. Wir machen das mal noch kurz an. Es wäre irgendwie gut. Ein Windrad, noch eine Batterie. Lithium, gibt's das? Ich glaube, ich brauche mal für Lithium, ne? Gibt's das hier auf diesem Planeten? Novus und Venia. Weiß ich doch nicht, wie die Planeten heißen. Ah! Na gut. Egal. Vielleicht finden wir ja unterwegs was, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, wir graben uns jetzt einfach mal hier hinein. So. So, wie war das jetzt? Ah, so. Ich wäre gern noch ein bisschen steiler. Wie kann ich denn das... Kann ich das irgendwie... Wie jetzt? Das was? Ist irgendwie alles ein bisschen suboptimal hier. Vielleicht müssen wir uns doch woanders reingraben. Ist irgendwie... Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so sehr viel Energie frisst. Okay, dann muss ich nochmal kurz hier aus dem Tal raus manövrieren, weil ich weiß von da vorne, dass es da eine Höhle gibt. Eine, die schon richtig, richtig tief geht. Vielleicht nutzen wir die einfach als Ausgangspunkt, würde ich jetzt mal sagen. Mir ist übrigens aufgefallen, man hat überhaupt nichts im Inventar. Seht ihr das hinten? Ich wollte jetzt, habe jetzt mit dem Finger drauf gezeigt. Wo ist meine Maus? Hier, da. Haben wir überhaupt nichts im Inventar. Ist wohl ein Bug. So, hier irgendwo war nämlich ein Loch. Und dieses Loch ging schon relativ tief. Hier. Ach, natürlich. Natürlich passiert jetzt sowas. Ah, nee, 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 nee. So. Oh Mann, das kann ja was werden hier. Das kann ja echt was werden. Machen wir die wieder die einfach Runterfalltaktik? Die war doch gar nicht so schlecht. Das jetzt mal. Ja, ist los. Hier ist ja so viel Aluminium. Heile Witzka. Die hat sich irgendwie gefühlt ziemlich bewährt. Aber kann ich mich natürlich auch irren. Kriege ich hier jetzt auf die Schnelle irgendwie ein bisschen was Organisches ran? Die kriegen kein Organisches, ne? Nee. Mist. Strom ist echt immer so ein Problem hier.
in diesem Spiel, auf diesem Planeten ganz ganz besonders. Oder was denn hier alles? Ah, eine. Das war strange. Wo kommt. Hä? Was ist das hier für eine Linie? Dann habe ich in die gelegt. Wie viel Glas hier ist? Ich habe vorhin Glas gesucht, wie blöde. Jetzt ist hier überall haufenweise Glas. Ich raste aus. Es ist doch immer das Gleiche. Krass, okay. Ah, hier ist ein bisschen was. Was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Hier können wir uns noch ein Stück weiter runter mogeln. Ohne dann wirklich den Bohrer zu nutzen. Ich habe auch das Gefühl, er geht sehr viel schneller durch normales Gestein jetzt. Okay, wo haben wir denn den Bohrer? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Weg. Da vorne. Okay. Oder bohren wir uns einfach einen Nunder? Ich weiß nicht. Das ist so eine schwierige Entscheidung. Ah, so nicht. Nee, komm, wir fahren da hinten runter. Der Bohrer ist wirklich jetzt nur für Notfälle. Bin gespannt, was wir da unten für eine Ressource brauchen. Bestimmt wieder irgendwas, was super schwer zu holen ist. Ah, nein. Ah, so. Irgendwo da hinten war das. Brauche auch jetzt gerade... Ah, okay, die Windturbine läuft. Okay. Jetzt gerade verbrauchen wir nämlich keinen Strom. Also schon, aber wir sind nicht im Minus. Wo war denn das Loch jetzt hier? Ach komm, da lassen wir uns jetzt... Jetzt habe ich mich jetzt zwischendrin verkeilt. Es darf doch nicht wahr sein. Spiel! Warum ärgerst du mich immer so? Ah, komm. Scharfe Rechtskurve. Nein. So nicht. Ach so, okay. Nehmen wir das hier mal weg. Nein, 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 nein. Okay, runter hier jetzt. Ich glaube, die Runterbohr-Fall-Taktik ist echt... Oh, hier ist Wolfram. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Hier ist noch Grünzeug. Organisches. So. Vorsichtig, sodass wir nicht drauf gehen. Aluminium, wie viel Aluminium es einfach gibt. Wahnsinn. Aluminium war mal eine sehr seltene Ressource. Naja, so halb selten. Mittel bis halb selten. Du bist eine Wolfram. Ja. Dachte ich mir fast. Okay, jetzt müssen wir uns aber mal einfach ein Stück runterbohren, oder? Wolfram brauchen wir gar nicht. Aber gut zu wissen. Was ist das zum Teufel? Was? Es gab ein Update. And now things like that happen. Alles klar. Na, abgesehen davon, dass ich davon daran jetzt drauf gehen werde, haben wir jetzt mal eine schöne Aussicht. Immerhin. Aha. Wie passiert denn sowas? Ach du Scheiße. Okay, landen. Sachte, sachte, sachte tot. Was soll man dazu noch sagen? Immerhin müssen wir nicht unsere Sachen von irgendwo wieder suchen. Das ist auch schon mal ein kleiner Vorteil zumindest. Nein, was? Das ist die einzig logische Sortierung hier und der zieht es einfach nicht durch. So, okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir unser Ding hier wieder finden. Müssten wir eigentlich. Irgendwie durch das eine Loch, dann durch das andere Loch. Ich suche mal kurz unseren Rover wieder. So, da sind wir wieder. Steigen wir gleich ein. Lieber schnell gleich einsteigen. Und dann... bohren wir ein bisschen. Ist schon wieder der Akku leer. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Muss ich hier ständig den anhaben? Los. Und in die Erde rein. Yeah. An ein paar Ressourcen vorbei. Holy shit, holy shit, holy shit.
Der kann mal kurz Pause machen. So. Complicated hier alles. Da vorne sind Sachen, die so aussehen, als wären sie interessant. Sind sie vielleicht sogar auch? Wir gucken mal vorsichtig. Ich bin manchmal bin ich ganz froh, dass einen hier in Astronier keine Monster irgendwo an hinter irgendwelchen Ecken erwarten. Oh. Sehr beeindruckende Höhle hier, muss man einfach mal sagen. Okay, auch nicht. Ich darf jetzt auch nicht echt nicht zu weit weg. Das endet tödlich. Für mich. Hauptsächlich. Ich könnte jetzt das Ding auspacken, aber das verbraucht so viel Strom. Deswegen, lieber nicht, lieber nicht. Wupp. Naja. Tiefer, würde ich sagen. So. Wie kann ich das steuern, wie tief der gräbt? Totaler Reinfall. Was war denn das jetzt hier? Machen wir es halt so. Auf die super steile Art und Weise. Oder auch nicht. Na? Na? Oh, nein, wir sind schon da. Moment, so, stopp, hier. Eine Sekunde, bitte. Was ist nur hier Stand der Dinge? Ach, guck mal, hier geht's direkt zum Kern. Problem ist, und zwar ein ganz großes, nicht zu verachtendes, Sauerstoff. Und das war jetzt zum einen natürlich wirklich nicht sehr weit. Wollen wir uns einfach mal da runterstürzen? Ach komm, was soll's, ja. So, da triegelt sich dann schon alles irgendwie. Los! Hinein in die Tiefe. Nächster Kern. Geil. Also so gut wie. Wir müssen nur noch rausfinden, was dieser Kern braucht. Boah, es ist echt immer wieder beeindruckend, wenn man hier runterfällt. Bung. Das nächste Loch. Ja, wir müssen noch rausfinden, was der hier braucht. Und dann irgendwie wieder hoch und an diese Sachen kommen. Ach, man braucht ja gar keine Energie hier unten. Und ich schleppe die ganzen Scheißdinger hier mit. Naja. Naja, okay. Was brauchst du? Die Frage ist, gucke ich jetzt hier nach? Eigentlich wäre es nur fair, oder? Guck mal, wir können nämlich hier Ressourcen. Das sieht aus wie. Keine Ahnung. Zink! Aber geschmolzener Zink? Geschmolzenes Zink? Moment, hat Zinkblende eine. Zink, Zink, Zink. Zinkblende hat eine andere. Wir brauchen. Echt geschmolzenes Zink? Wie soll ich denn das hinkriegen? Wollt ihr mir das jetzt mal erklären, bitte? Nein. Als ob, ey. No. Geschmolzener Zink. Kann ich. Nee, sterben kann ich nicht. Ich komme nicht wieder hier runter so leicht. Okay. Dann bohren wir uns mal nach oben. Ah. Und holen Zinkblende. Also geschmolzenen Zink. Drei Stück. Zwei Stück. Jetzt rutsch nicht wieder runter. So. Wisst ihr was? Ich mach das mal. Das mit dem Zink. Und werde schneiden. Wow, was habe ich denn hier?
Hier sind sau viele funktioniert. Na, okay. Aluminium, Wolfram, also auf jeden Fall geschmorte Sachen. Hier ist Strom. Ach, der ist kaputt. Sauerstoff, okay. Naja, die sind alle kaputt. Ich habe mich bisher ganz erfolgreich nach oben gegraben. Kohlenstoff, alles klar. Kann man die noch hier draufsetzen, auf jeden Fall. So und so. Ach so. Heieiei. Hier geht's echt ab wie Schmidts Katze, ey. Na gut, ich grab mal weiter. Ich dachte, das hier wäre irgendwie was Spannendes, aber es hält sich sehr in Grenzen. Zu was Doofes. Ah, ich bin zurück in der Basis. So, dann können wir jetzt mal hier den Quatsch da einschmelzen. So. So. Okay. Wir brauchen Steuerung. Wir brauchen eine neue Steuerung. Wir brauchen mal zwei Zinkblende auf jeden Fall. Habe ich hier noch was? Hier ist sogar noch Zinkblende. Okay, dann leg mal los. Okay, dann lasse ich auf jeden Fall noch ein paar. Ich schmeiß das hier jetzt alles einfach mal hin. Das ist mir jetzt wurscht. Ist mir alles zu viel hier. So viele Ressourcen. So. Wo habe ich denn jetzt den einen hier? Den. So, den würde ich gerne noch zumindest ein bisschen auf. Oder andere Sachen mitnehmen. So lasse ich es auf jeden Fall mal. Mit zwei. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann machen wir hier noch. Aluminium, Gemisch, Harz, Erde. Nee, organisches. Da. Wieso kann ich da nichts Neues dran machen jetzt? Wie viel kannst du mir machen? Vier. Von wo kommt jetzt der Strom? Ich brauche dringend mehr Lagermöglichkeiten. Ja, die brauche ich da unten. Die kann ich eh nicht mitnehmen da unten. Weil da kein Strom. Weil ich da keinen Sauerstoff rankrieg. Aber wir können mal noch hier ein bisschen Energie erzeugen. Damit wenigstens etwas vorangeht. So. Ist nicht die Welt, aber es reicht. Es reicht immerhin. Ah, das war der eine. Den vielleicht noch hier dran mit anschließen. Nee. Können so. Ah, nicht da drauf. So. Dann nehme ich mal noch das organische Zeugs mit. Es darf nicht wahr sein. Mann! Ich will doch nur darunter. Es fehlt einfach an organischem. An ein, zwei Sekunden organischem. Hier ist noch ein bisschen was. Vielleicht reicht das ja. Organisch ist aber auch was ineffizient, das zu bekommen. Oh, was ist hier denn alles passiert? Super viel zum Direktforschen. So. Aber es reicht natürlich nicht aus, um Dreck. Um ein ganzes Organisches voll zu machen. Ist aber mal Scheiße hier mit dem Organischen. Allgemein mit der Energieversorgung, das habe ich irgendwie überhaupt nicht raus. Wenn ihr da irgendwelchen guten Tipps habt, ne? Gib die mal her. Nennt mir diese. I need your help. Obviously. Also, ne? Weil ich krieg's ja nicht. Oh ja, hier ist ein bisschen was. So. Ein organisches. Zwei organisches. Drittes kriegen wir auch noch hin. Jo. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur die Basis wiederfinden, bevor ich ersticke. Auch so eine Sache da. Zwei Krater weiter.
Aber immerhin wächst hier ein bisschen überhaupt irgendwas an organischem. Weil. Ist ja nicht selbstverständlich, gell? Dass auf einem Mond organisches wächst, so. Ah. Na, dann ist der natürlich inzwischen fertig. Okay. Ich pack euch mal hier so weit mit drauf. So, dann brauche ich auf jeden Fall die zwei Zinkblende. Noch irgendwas. Das mit dem Paket machen wir. Oder machen wir das jetzt schon? Einfach, oder? Ach komm, was soll's? Ich brauche drei, ne? Lager, da, genau. Perfekt. Haben wir. Eins. Zwei. Und die Nummer drei. So. So. Moment, irgendwoher kam gerade Energie. Ich würde mir gerne noch kurz aufladen, nämlich. So, Traum ist das. Was habe ich hier gegraben? Ach, was weiß ich. Okay, dann. Ich weiß sogar relativ gut wieder, wie wir da runterkommen. Denn die eine Tetherline, die ich hier vorhin gefunden habe, ist gar nicht so weit weg. Das ist nämlich die, die ich hier vorne gemacht habe, um mal, weiß ich nicht, zu holen. Die ist nämlich gleich. Gleich hier. Und von da aus sollten wir eigentlich alle Löcher wiederfinden. Diese Hoffnung besteht natürlich. Aber ob das auch so sein wird? Uff, andere Geschichte. Ganz andere Geschichte. So, wo muss ich jetzt hier reinfallen? Hier unten. Da ist, glaube ich, das Loch. Bin ich richtig? Bitte sag, dass ich richtig bin. Ja. Ja, was ist jetzt los? Was ist denn das jetzt hier für ein Stunt? Hallo? Alles klar. Manchmal macht dieses Spiel schon echt seltsame Sachen. Genau, denn hier kommen wir dann zu diesem Glasfeld, wo wir dann hinten runtergefallen sind. Und von da aus sollten wir ja die anderen Ein- und Ausgänge auch wiederfinden. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt nochmal kurz runter und wir sehen uns gleich wieder. So, und schon sind wir wieder hier. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert diesmal. Hui! Fahren wieder hier drauf. Prallen elegant von ab. Yeah. Schwerkraft ist was Feines. Und dann fallen wir hier hinunter. Mal gucken, wo wir diesmal landen. Boing. Ah ja, an der Säule. Naheliegend. Ja, Schwerkraft ist okay. Ah, so. Traum ist das. Ein Traum ist das. Okay. Wir müssen hier hin. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Ja, es ist das Richtige. Holy shit. Nein. Ich brauche noch ein Zink. Denn wir müssen ja hoch zum Satellit. So. Und dann können wir das hier aktivieren. So. Sehr schön. Die Solo erweckt. Oh. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. So, dann kommen wir auch gleich noch hier rüber. Hoffentlich nippeln wir jetzt nicht wegen mangelndem Sauerstoff ab. Geil, dann haben wir jetzt schon zwei Planeten. Absoluter Traum ist das. Und können den nächsten hier aktivieren. Und zwar den hier. Noch ein Ring. Guck mal, der überholt den. Der ist ein Stück schneller. Los. Oder auch nicht. Boing. Sau cool, dann haben wir jetzt schon zwei Ringe. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ah, welches ist der richtige? Diso, Doso, Leo, Diso, da so, Dings da. Kann ich jetzt hier von überall hinreisen? Da. Ah, okay, ich kann echt überall hinreisen. Cool. Ich muss hier.
Wisst ihr, was wir hier mal machen? Wir stellen eine Plattform mit Sauerstoff hin, mit so einem Sauerstoffgenerator. Ist der Sauerstoffgenerator... Wo habe ich überhaupt wieder vollen Sauerstoff her? Huch! Sau cool! So, dann schnappen wir uns jetzt mal unser Fahrzeug, packen das zusammen. Und, ja. Ja. Ging alles sehr viel schneller als ich... Nein, wir brauchen noch einen. Verdammt, wir brauchen vier. Ah, das hatte ich nicht bedacht. Das hatte ich nicht bedacht. Verdammt. Okay, dann nehme ich erstmal die drei. Und das hier brauche ich ja jetzt nicht unbedingt so. Packen wir mal alles zusammen. Mal das noch mit. Die holen wir nachher. So. Ach, ich stell die mal. Ich stell die mal hier rein, weil... Pff, wo soll sie sonst hin? So. Ich kann mir die ja irgendwie so in der Mitte platzieren. Ah nee, es fällt trotzdem runter. Okay. Dann, zu welchem Schnittpunkt? Ist ja auch wurscht. Wir gehen zu Schnittpunkt zweimal. Sau gut. Das alles in nur 50 Minuten. Nice. Sind wir richtig? Ja, wir sind sogar echt richtig. Oh, das ist ja... Das lief ja zu gut. Jetzt haben wir natürlich nicht unsere Stromprobleme hier gefixt. Aber ehrlich gesagt, ist mir das auch ziemlich wumpe. Wir können mal... Wir müssen... Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Habitat dann. Und die anderen Planeten müssen wir auch noch... mal erkunden und erforschen und danach Ding suchen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, eine bessere Schubdüse. Kümmern wir uns aber in der nächsten Folge mal drum. Für diese Folge soll es das heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen für euch. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dann lasst einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, denn 1000 Abonnenten, lasst sie uns doch endlich erreichen. Bitte abonniert. Ah, ich komme mir schon dumm vor, weil ich hier jedes Mal um Abonnenten bitte. Aber 1000 Leute, das ist doch nicht so schwer, bitte. 1000 Abonnenten. Naja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Abschiedstanz. Macht's gut. Ciao.